Ich wage es nicht, viel für mein Volk zu verlangen. Ja. Nur eine militärisches Bündnis ist gut. Mit Athen, dann sind wir safe. Ja, schon mal sehr gut. Mob ist mega OP. Ehrensviertel. Was? Habe ich hier... Ah, das ist zum Beispiel clever von ihm. Wenn ich nicht ihn angreifen könnte. Ich kann hier ja nichts mehr umbauen. Und das ist halt richtig teuer. Also so ein Elendsviertel. Aber es tut mir ja leid. Aber ich sag mal hallo. Quick. So, ich würde sagen, wir machen noch so eine halbe Stunde oder so. Und dann spielen wir ein bisschen Game of Thrones. Weil darauf habe ich mega, mega Bock. Ja. Und natürlich haben wir den Hügel nicht, aber wir gehen einfach auf den Hügel. Aber von seiner Seite ist es leider nicht so steil wie bei mir. Das klingt ein bisschen falsch. So, also hier aufstellen. Ich mach mal so extra defensiv. So, und die da. Und der da. Genau. So, die tue ich mal alle in eine Gruppe. Ah, der scoutet. Okay. So, ich greife ihn ja an. Ach, stimmt. Habe ich wieder voll vergessen. So, ihr haut hier rein, ihr haut... Ich warte mal. Er stellt sich wieder enorm breit auf. Wobei, kommt er? Könnte sein, dass er auch kommt. Befehl verstanden. Ja, so ein bisschen, so langsam. Befehl, Kommandant. Langsam kommt er. Sparta! Schnell vor uns. Ich erwarte eure Befehle. Schnell vorrücken. Kommandant! Sparta da! Oh, die drehen sich mal um. Okay, Feuer frei bitte. Und schnell. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Das tut weh. Warte, ich mach mal eine lustige Raute. So, viel Spaß. Nein, was macht ihr da? Nein, das habe ich euch nicht befohlen. Speerinfanterie!
Ich ziehe mich mal noch ein bisschen kleiner. Das ist echt fies, was ich gerade mache. Das tut mir eigentlich echt schon fast leid. Das ist echt so... Also, wenn man Spartaner ist und sowas macht, dann ist man so ein Assi. Also, an sich als Gegner kann man das schon durchschlagen. Was macht ihr? Nein, aus. Danke. Unser General wird angegriffen. Man kann das schon durchschlagen. Man muss halt eine. Aber das, was er die ganze Zeit versucht, muss er halt bei den Schwachstellen machen. Also hier macht er schon gut, weil das sind meine Einheiten, die kaum noch was haben. Aber er muss es in die Lücken versuchen. Und er muss sich so aufstellen. Also er macht schon ganz clever. Er greift vor allen Dingen hier an. Das ist ja schon gut, weil hier sind meine Pikiniere und da anzugreifen ist dämlich. Genau. Und meinen General so frontal anzugreifen ist auch semi-schlau. Was man da machen muss, ist, man muss sich einfach so hindrehen. Zur Seite und dann mit den ganzen Fernkämpfern hier an die Seite von den Pikinier-Einheiten reinballern. Was kann ich dagegen tun? Gar nichts. Also ich, wenn ich mich so einigel, das Einzige, was ich dagegen tun kann, ist rauszugehen. Und das mache ich jetzt auch. Weil das ist, so, jetzt kann er wirklich nichts mehr machen. Jetzt hat er keine Kavallerie mehr. Und jetzt kann ich quasi so eine Gegen... ein Gegenkessel machen. Ah, hier hat er noch noch ein paar Kavallerieeinheiten. Der kann jetzt nichts mehr machen. Der kann jetzt nichts mehr machen. Und jetzt meine Einheiten, also meine Fernkämpfer, schießen jetzt schön in die etwas ungeschütztere Flanke rein. Und hier kessel ich ihn ein. Also Moral ist jetzt auch... GG, AD, gibt's nicht mehr. Das ist halt ja wirklich so eine richtig, richtig gemeine Taktik, die, also bei den Spartanern gibt's eigentlich, also das ist, wenn man der Verteidiger ist, das wäre wirklich einer der Taktiken, die sich eigentlich immer bewähren. Es sei denn, der Gegner hat sehr viel Fernkampf. Da muss man schauen, dass man auch gute Fernkämpfer hat, was wir jetzt haben. Wir haben eigentlich mit die... jetzt nicht mehr angreifen. Mit die besten. Die kretischen Bogenschützen sind zusammen mit den syrischen Bogenschützen die besten. Genau. Aber wenn der Gegner viel Kavallerie hat, dann macht das. Weil, wenn man jetzt nicht zum Beispiel die Seleukiden ist, die mit den gepanzerten Kataphrakten, die sehr gut penetrieren können. Die haben eine enorm gute Armor Penetration. Ähm,
Die können da durch, aber ja. Das sind einer der wenigen. Oder mit Elefanten. Da braucht man halt solche Bogenschützen wirklich. Weil die können auch Brandpfeile machen. Und Brandpfeile gegen Elefanten ist einfach nur gut. So. Entscheidender Sieg. Ich habe gerade gelesen, bescheidener Sieg. Ja. Verluste 260. Bei 2500 gegen 2500. Ist halt krass. Was bei uns noch, das habe ich vergessen zu zeigen, was bei uns noch der Vorteil war, unser Rücken mit den ganzen Half-Life-Speerträgern, wo er mit der Kavallerie immer so reingestochen hat, das war enorm praktisch. Wegen dem Hang. Weil er musste die ganze Zeit den Hang rauf und ja. Und dadurch hatte ich schon mal einen riesen Vorteil. Weil Hopliten sind im Hang richtig, richtig gut. Und genau. Dementsprechend hatte ich da nochmal einen zusätzlichen Bonus. Wenn es andersrum gewesen wäre, weiß ich nicht, dann wäre er wahrscheinlich durchgekommen. Also wenn er vom Hang runter gecharged hätte. Überzeugend. Gebäudebaukosten, Schuss vor feindlichen Agenten. Ist auch ganz gut. Religiöse Dinger. Hingabe. Auf in die Schlacht. Das ist ein sehr, sehr guter guter Schrei. Warte, was haben wir denn hier? Ah, unsere Pikeniere sind schon fertig. Mama ist gemein. Seit 2016 habe ich mich zurückgehalten, Adventskalender nicht noch einmal zu kaufen, aber dieses Jahr hole ich ihn mir. 2016 war Asyle. Einfach noch nicht in Bayern und ich will Auto kaufen. Und gibt die Schokolade meiner Freundin noch. Schreibst du der Mama, jetzt muss ich mich nur noch zusammenreißen, dass ich ihn sofort nicht sofort komme. Ihre Antwort, das ist doch jetzt auch egal. Okay. Ja, nochmal Militär und hier das da. Aber ja, also mit dem, ja, kommt da nicht rein. Also, sobald man Pikiniere in einer Stadt oder in ein Dorf hat, ist es fast, ja, ist es fast unmöglich für den Gegner, die einzunehmen. Fast. Es gibt Anti-Phalanx-Einheiten. Ich bleib noch drin. So, warte, wo ist denn jetzt die Armee? Genau, die muss komplett. 2, 4, 5. Genau, der bekommt die 5. Und der bekommt die 2. Genau, also ist die Richtung schon mal richtig. Gut, ich klaue mal ein bisschen Nahrung. Ist ja schon krass, dass jetzt rum. Ich dachte wirklich, dass Massilia tot wäre. Oder halt so komplett winzig. Weil er eben hier, warum hier war. Beides Rom. Ja, aber wir haben ja jetzt Rom ein bisschen abgelenkt, beziehungsweise es war ja deren Schuld. So, auf jeden Fall Galatien ist extrem groß
Und wir müssen gegen Galatien kämpfen. Das heißt, wir machen ein bisschen Diplomatie-Action mit Pergamon. Willkommen, willkommen. Im Geiste der olympischen Gastfreundschaft heißt... Schutzbündnis aufkündigen. Nee, warte, nein. Mit... Militär, warte, nein, Militär nicht. Okay, Schutzbündnis, doch hier, mit Galatien. Ich gebe dir... Okay. Dann schenke ich dir einfach mal 1000. Diese Worte bringen meinem Herzen Freude. 106 haben wir. Massilia. Willkommen, willkommen. Im Geiste der olympischen Gastfreundschaft heiße ich euch willkommen und werde euch zuhören. Okay, erste Frage. Was machst du da oben? Nicht Angriffspakt. Ich muss annehmen, auch wenn es meiner Ehre missfällt. In euren... Eure Worte sind weise und würdevoll. Wir nehmen euer Angebot mit Freuden an. Wir Griechen sind Realisten und nehmen dieses Abkommen an, selbst wenn es unseren Stolz verletzt. Was ist los bei dir? Gut, das reicht erstmal. Aber was macht der da oben? Der hat nur hier Massilia. Überall, also hier sind die Geten überall. Ja, soeben, Massilia. Okay, Massilia hat hier zwei. Wahrscheinlich ist Massilia so hochgegangen. Ist verrückt. Ja, Mitte Oktober, da verdrehen ein April. Ja, ja. erstmal Abkommen mit Massilia, ja. Easy. Gut. Next. Noch nicht. Fanboys. Bekommen auch was. Das hier und Geheimaktion. Anheuerungskosten für Söldner brauche ich echt nicht. Gut, diese zweite Armee habe ich nicht gesehen, aber ich habe 3 Pikiniere. Ich bin mal gespannt. Kommt natürlich auf die Stadt drauf an, aber die ist ein bisschen zu weitläufig, glaube ich. Na, das ist die. Spartanische Piken! Piken Phalanx! Hopliten! Auf die Kelle kommt ein Phalanx! Dein Schleuderer! Gut, also dass es jetzt neblig ist, ist eigentlich überhaupt nicht schlecht für uns. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Das ist wirklich überhaupt kein Problem. Weil, also wir haben zwar auch Fernkämpfer, aber das ist ein größeres Problem. Weil ja hier sehr... Ich hoffe, er wird sich erst verbinden. Und dann... So. Und dann geballt alles zusammen hier angreifen. Das wäre das Beste, was uns passieren könnte.
Ups. So. Also erstmal sein Standard. Ew. Git. Ja, der Fernkampf Kavallerie. Ist natürlich ekelhaft. Okay, ich dachte, der schickt jetzt wie immer seine Kavallerie in den Tod. Ja, macht er wahrscheinlich auch. Ja, die Steinschleuderer sind halt nicht so der Hit. Just don't do it. Glaube ich in die falsche Richtung. Der geht auch hier runter. Wenn die hier durchbrechen, habe ich ein Problem, aber es sieht gerade noch gut aus. Aber die Speerträger wollte ich eigentlich für was anderes. Die brauche ich wahrscheinlich hier unten. Warte. Die müsst ihr jetzt nicht angreifen. Die wäre besser. Zu Befehl. Stopp mit der Geschwindigkeit. Leves. Die Leves sind halt extrem stark. Okay, das ist nochmal egal. Der geht hier runter, das ist unpraktisch, muss mal nett auszudrücken. Ich glaube, wir ziehen uns mal zurück. Also die Idee ist jetzt, dass wir uns hier in der Gasse zurückziehen oder hier so einen Halbkreis machen. Aber hier ist halt für die Fernkämpfer ist hier zu wenig Platz. Ich hoffe nur, dass er mit der Armee hier den General angreifen will. Das ist also meistens so seine Intention. Er wird hier runterkommen. Pikeninfanterie zu euren Diensten. Sparta. Das ist. Doppelte Geschwindigkeit.
Ja, ich muss jetzt schnell sein. Ich muss mich aufbauen, bevor er wieder da ist. Und hier muss ich den schützen. Schnell, 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 schnell. Sehr gut, das war wichtig. Okay. Unser General wird angegriffen. Steinschleuderer. Hat schon mal gewirkt. Okay, das passt. Gut. Ich weiß nicht, warum er nicht mit allen angreift. Ich spule mal vor. Es könnte halt wieder dieser blöde Bug sein. Der feindliche General ist, dass er immer nur mit Einzelnen angreift. Das ist halt... Warte, ihr hört mal auf zu schießen. Weil ihr könnt auf die schießen. Vier. Fünf. Sechs. Sechs. Sechs Salben hat's gebraucht für einen Toten. Ist halt auch sowas. Ist halt so ein Balancing-Ding. Aber die Steinschleuderer waren in der Antike mehr gefürchtet als Bogenschützen, weil Bogenschützen waren nicht so, so stark wie diese Bleigeschosse. Die Bleigeschosse, wenn sie dich getroffen haben, haben sie halt enorm Schaden gemacht. Also die mussten gar nicht durchkommen. Die haben durch ihren heftigen Aufprall haben sie halt komplett Knochen gebrochen, Kiefer gebrochen, Schädel eingedrückt, wenn sie auf den Kopf aufgeprallt sind. Und das war sehr viel gefährlicher, vor allen Dingen auch, weil man sie nicht gesehen hat. Und Speere und Pfeile und so weiter, die waren damals nicht so gefährlich wie heutzutage oder wie zu den britischen Langbögen. Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oder die Hunnen zum Beispiel. Aber die Hunnen haben ja das auch sehr nahe gemacht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, also entweder wir warten jetzt 20 Minuten. ja. Blöde ist, ich muss eigentlich rausgehen und hier wieder. Warte, ich schau mal, was der gerade macht. Ne, der stellt sich nur wieder um. Wie umständlich. Gut, dann mache ich hier mal auf. Und ja. Ich muss jetzt hier angreifen. Weil sonst würden wir hier bis morgen warten. General! Schnell vorrücken! Steinschleuderer! Doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! Die Heloten. Ist halt nervig, wenn man wegen so einem Bug verlieren könnte. So.
Ihr kommt hier hin. Okay, ihr greift die dann in den Rücken an. Ja, wie schnell die sprinten, ne? Ein bisschen übertrieben. Er hat halt mehr Fernkämpfer als ich. Und das ist unpraktisch. Und hier kommt der nächste. Ihr, was macht ihr? Ach. Die Männer wanken. Befehle verstanden. Steinschleuderer, zurück! So. Periodische Pikeniere! Speerträger! Fielen! Doppelte Geschwindigkeit! Die hat keine Muni mehr. Doppelte Geschwindigkeit! Wir erwarten eure Befehle! Doppelte Geschwindigkeit! Periodische Pikeniere! Das hat wehgetan. Speerträger! Schnell vorrücken! Geschossinfanterie zu euren Diensten! Schnell! General! Okay, ich muss die halt jetzt ablenken. Ihr wisst schon, so die wir brauchen euch eigentlich woanders, ne? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja. Jeder verlieren wir. Ja, Kommandant. Da verlieren wir. Naja. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Naja, besser als jetzt eine halbe Stunde oder 20 Minuten zu warten und dann zu gewinnen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Da erober ich es einfach easy zurück. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Schnauze. Das ist ein schändlicher Angriff. Muss jetzt essen, leider. Bis später. Ja, bis später. So. Wir fangen jetzt ja mit Game of Thrones an. Ja, yeah, Sarah. Du hast verloren. Du. Man hat den Daumen gar nicht gesehen, so. Leibwaren anheuern. So, bla 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 blub. Verloren, ist alles gut. Und speichern.